Take me away from home. Hallihallo und herzlich willkommen hier bei Cheatsack. Heute geht es um eine Mordvorstellung. Ja, die zwar schon einmal passiert ist, aber ich mache sie heute trotzdem für die Playlist, die ich hier angefangen habe, für all meine LS19 Downloads, und damit man sie dann auch findet, mache ich sie einfach. Ja? Ich fange heute mit dem Suzuki an, einfach aus dem Grund, weil der hier schon gestanden ist auf der Map. Und ja, Suzuki Swift 2018, ein kleines Fahrzeug, ja, niedlich, zum Hin- und Herfahren für einen Farmer sicherlich auch keine schlechte Sache. Ist es nicht zu high-poly, wie man an manchen Stellen sicherlich erkennen kann, hat er da und dort ein paar Kanten drin, aber ja, was soll's. Dennoch, Innenraum ist vorhanden, Lenkrad funktioniert auch, Spiegel werde ich irgendwann mal nachholen. Ja, wir haben Kennzeichenbeleuchtung, Rücklicht, Frontscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Blinker. So, den Standard Motorsound, Rückverscheinwerfer und Bremslicht. Ja, alles was man braucht. Innen drin ist leider Gottes nichts animiert oder beleuchtet, außer das Lenkrad, das dreht sich. Aber ja, es sind größtenteils hier nur Texturen und leichte 3D-Andeutungen. Somit gerade das perfekte für LS, weil es einfach polygontechnisch nicht gerade am größten ist. Und ja, der hier ist fehlerfrei, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich mir nicht dazwischen war. Hier. Warte, ich mach's mal so, dass ich die erste Zeile hier so so gehe. Fehlerfrei. Ne? Und ja. Soll es auch von dieser Mordvorstellung gewesen sein. Tagverlicht hat er auch. Was man nur sagen kann, wir haben ihn hier unter PKW Suzuki Way of Life, 16.290 Euro kostet er. Wir haben hier den Body mit den LS19 Materials, Standardfarben. Ja. Und ja, kostet dann halt mit einer neuen Farbe 17.290 und 881 Euro im Unterhalt. Oder je nachdem. Ja, kann man sie mieten. Hat 90 PS, fährt 170 Stundenkilometer. Ist sicherlich ausreichend für LS, definitiv. Ja, das war's auch somit. Und somit sage ich danke sehr. Bis zum nächsten Mal, Chip Fitting. Habt ihr, habt ihr. Link in der Infobeschreibung unten. Und dann wünsche ich euch nur viel Spaß. Tschüss. Achso, ja. Und der Body ist skinbar. Ich lege euch das Template, die Vorlage zum Skin, natürlich als Download-Link mit unten hinein in die Videobeschreibung. Und ihr könnt auch den Body, der hier ist, nehmen. Ihr müsst aber halt den Vehikelschäder rausnehmen und die Default Specular, dann könnt ihr hier euren eigenen Skin drauf machen oder das Ganze duplizieren und noch in einer Konfiguration hinzufügen, damit ihr trotzdem noch die Farbwahl habt. So, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Job Fitting. Habt ihr, habe dere. Set my heart afire.